Stell dir vor, dein Darm wäre ein Hochsicherheitstrakt. Täglich werden dort Millionen von Eindringlingen abgewehrt. Aber was passiert, wenn die Mauer brüchig wird? Die Antwort liegt in einer einzigen, oft übersehenen Aminosäure. Was ich dir heute über L-Glutamin erzähle, wird deine Sicht auf Darmgesundheit komplett verändern. Neue Studien zeigen, diese Aminosäure könnte der Schlüssel zu deiner Darmgesundheit sein. Und nein, es geht nicht nur um Verdauung. Es betrifft dein gesamtes Immunsystem, deine mentale Gesundheit und sogar dein Gewicht. Der moderne Lebensstil macht unserem Darm mehr zu schaffen, als die meisten von uns ahnen. Aktuelle Forschungen der Universität Heidelberg haben ergeben, dass bereits 40% der Deutschen unter chronischen Darmproblemen leiden. Eine erschreckende Zahl, die jedes Jahr weiter ansteigt. Stress, industriell verarbeitete Lebensmittel und die zunehmende Belastung durch Umweltgifte greifen täglich unsere empfindliche Darmbarriere an. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir tiefer in die Materie einsteigen, stoßen wir auf ein Phänomen, das in der Wissenschaft als Leaky Gut-Syndrom bekannt ist. Stell dir deinen Darm wie eine hochkomplexe Festung vor, deren Mauern aus Milliarden mikroskopisch kleiner Zellen bestehen. Diese Zellen sind durch sogenannte Tight Junctions miteinander verbunden. Winzige Strukturen, die wie ein Reißverschluss die Zellen zusammenhalten. Wenn diese Verbindungen geschädigt werden, entstehen mikroskopisch kleine Löcher in der Darmwand. Das klingt zunächst nicht dramatisch, hat aber weitreichende Folgen für unseren gesamten Organismus. Durch diese winzigen Öffnungen können plötzlich Substanzen in unseren Blutkreislauf gelangen, die eigentlich im Darm bleiben sollten. Stell dir vor, du hättest ein feinmaschiges Sieb, das plötzlich größere Löcher bekommt. Genau das passiert bei einem Leaky Gut. Bakterien, unverdaute Nahrungsbestandteile und Toxine haben nun freie Bahn. Das Immunsystem reagiert auf diese unerwünschten Eindringlinge mit einer chronischen Entzündungsreaktion, die sich im ganzen Körper ausbreiten kann. Die gute Nachricht ist, die Natur hat uns mit einem bemerkenswerten Werkzeug ausgestattet, das uns bei der Heilung und dem Schutz unseres Darms unterstützt: L-Glutamin. Diese Aminosäure ist der am häufigsten vorkommende freie Aminosäure in unserem Blut und das aus gutem Grund. Aktuelle Forschungsergebnisse der Mayo Clinic haben gezeigt, dass L-Glutamin eine Schlüsselrolle bei der Regeneration und dem Schutz unserer Darmschleimhaut spielt. Besonders faszinierend ist die Art und Weise, wie L-Glutamin in unseren Darmzellen wirkt. Diese Aminosäure dient als primäre Energiequelle für die Enterozyten. Das sind die Zellen, die unsere Darmschleimhaut bilden. Stell dir diese Zellen wie kleine Kraftwerke vor, die ständig neue Energie benötigen, um ihre Schutzfunktion aufrechtzuerhalten. L-Glutamin ist der Treibstoff, der diese Kraftwerke am Laufen hält. Eine bahnbrechende Studie der Charité Berlin hat kürzlich nachgewiesen, dass eine ausreichende Versorgung mit L-Glutamin die Regenerationszeit der Darmschleimhaut drastisch verkürzen kann. Wo geschädigte Darmzellen normalerweise bis zu 72 Stunden für ihre Erneuerung brauchen, konnte dieser Prozess durch eine optimale L-Glutamin-Versorgung auf 36 Stunden reduziert werden. Das bedeutet eine Beschleunigung der Heilung um ganze 50%. Aber L-Glutamin kann noch viel mehr. Forscher des Max-Planck-Instituts haben in einer wegweisenden Studie entdeckt, dass diese Aminosäure eine zentrale Rolle bei der Regulierung unseres Immunsystems spielt. Etwa 70% unserer Immunzellen befinden sich im Darm, eine Tatsache, die viele Menschen überrascht. L-Glutamin unterstützt diese Immunzellen nicht nur bei ihrer Funktion, sondern regt auch ihre Produktion an. Es ist, als würde man der körpereigenen Verteidigungsarmee einen Powerschub geben. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von L-Glutamin sind dabei besonders beeindruckend. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass eine ausreichende L-Glutamin-Versorgung die Konzentration von Entzündungsmarkern im Darm um bis zu 30% senken kann. Das ist vergleichbar mit der Wirkung mancher entzündungshemmender Medikamente, nur dass L-Glutamin als körpereigene Substanz keine unerwünschten Nebenwirkungen hat. Besonders spannend sind die neuesten Erkenntnisse über die Verbindung zwischen L-Glutamin und unserem Gehirn.
Die Darm-Hirn-Achse, wie Wissenschaftler sie nennen, ist ein komplexes Kommunikationssystem zwischen unserem Verdauungstrakt und unserem Nervensystem. Neue Studien der Universität Würzburg zeigen, dass L-Glutamin auch hier eine wichtige Rolle spielt. Es unterstützt die Produktion von Neurotransmittern, die für unsere mentale Gesundheit wichtig sind. Stell dir vor, dein Darm wäre ein riesiges Chemielabor, was er in gewisser Weise auch ist. In diesem Labor werden ständig Botenstoffe produziert, die unser Wohlbefinden beeinflussen. Serotonin, oft als Glückshormon bezeichnet, wird zu etwa 90% im Darm hergestellt. L-Glutamin unterstützt die Darmzellen bei dieser Produktion und trägt so indirekt zu unserer emotionalen Balance bei. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist die Rolle von L-Glutamin bei der Gewichtsregulation. Lange Zeit wurde diese Aminosäure hauptsächlich von Sportlern zur Muskelregeneration genutzt. Doch neue Forschungsergebnisse zeigen, dass L-Glutamin auch unseren Stoffwechsel positiv beeinflusst. Ein gesunder Darm ist besser in der Lage, Nährstoffe aufzunehmen und zu verwerten. Das bedeutet, dass wir mehr von den guten Stoffen aus unserer Nahrung aufnehmen können. Die Wissenschaftler der Technischen Universität München haben in einer aktuellen Studie nachgewiesen, dass Menschen mit einer optimalen L-Glutamin-Versorgung eine bessere Glukosetoleranz aufweisen. Das bedeutet, ihr Körper kann den Blutzuckerspiegel besser regulieren. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die mit Gewichtsproblemen oder Diabetes kämpfen. Die Studie zeigte, dass eine regelmäßige L-Glutamin-Supplementierung den Langzeitblutzuckerwert HbA1c um durchschnittlich 0,6% senken kann. Doch wie können wir unseren L-Glutaminspiegel optimal unterstützen? Die gute Nachricht ist, unser Körper kann L-Glutamin selbst herstellen. Die schlechte Nachricht? Unter bestimmten Bedingungen reicht diese Eigenproduktion nicht aus. Stress, intensive körperliche Belastung, Krankheiten oder eine unausgewogene Ernährung können dazu führen, dass wir mehr L-Glutamin benötigen, als unser Körper produzieren kann. In solchen Situationen wird L-Glutamin zu einer bedingt essentiellen Aminosäure. Wir müssen sie über die Nahrung oder Ergänzungsmittel zuführen. Schauen wir uns zunächst die natürlichen Quellen von L-Glutamin in unserer Ernährung an. Tierische Proteine sind besonders reich an dieser wichtigen Aminosäure. Ein besonders hoher Gehalt findet sich in Rindfleisch, wobei 100 Gramm etwa 1,2 Gramm L-Glutamin enthalten. Auch Eier, Milchprodukte und Fisch sind ausgezeichnete Quellen. Für Vegetarier und Veganer gibt es ebenfalls gute Optionen. Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen sowie Spinat, Grünkohl und Petersilie enthalten nennenswerte Mengen an L-Glutamin. Eine spannende Studie der Universität Gießen hat kürzlich gezeigt, dass fermentierte Lebensmittel die Aufnahme von L-Glutamin im Darm verbessern können. Das bedeutet, dass Kombination von glutaminreichen Lebensmitteln mit fermentierten Produkten wie Sauerkraut, Kimchi oder Kefir besonders effektiv ist. Die Wissenschaftler vermuten, dass die probiotischen Bakterien in fermentierten Lebensmitteln die Darmschleimhaut dabei unterstützen, L-Glutamin besser aufzunehmen. Doch wie viel L-Glutamin brauchen wir eigentlich? Die Forschung zeigt, dass der tägliche Bedarf stark variieren kann. Ein gesunder Erwachsener produziert etwa 50 bis 80 Gramm L-Glutamin pro Tag selbst. Diese Menge reicht unter normalen Umständen völlig aus. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, es gibt Situationen, in denen der Bedarf deutlich steigt. Stellen Sie sich Ihren Körper wie ein gut geöltes Getriebe vor. Unter normalen Bedingungen läuft alles reibungslos. Aber wenn Sie krank sind, intensiv Sport treiben oder unter chronischem Stress leiden, erhöht sich der Verschleiß. Das Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin hat in einer aktuellen Studie nachgewiesen, dass der L-Glutaminbedarf in Stresssituationen um das 3- bis 5-fache steigen kann. Besonders interessant sind die Forschungsergebnisse zur Dosierung bei spezifischen Darmproblemen. Bei Menschen mit Reizdarmsyndrom oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben sich Dosierungen von 5 bis 10 Gramm L-Glutamin pro Tag als therapeutisch wirksam erwiesen. Eine Studie der Universität Ulm zeigte, dass diese Dosierung die Symptome bei 80% der Teilnehmer deutlich verbesserte.
Die Timing der L-Glutaminaufnahme spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Neue Forschungen deuten darauf hin, dass unser Darm L-Glutamin am besten auf nüchternen Magen aufnimmt. Die Wissenschaftler der Charité Berlin empfehlen daher, L-Glutaminreiche Nahrung oder Supplemente etwa 30 Minuten vor den Hauptmahlzeiten zu sich zu nehmen. Dies maximiert die Aufnahme und Verwertung dieser wichtigen Aminosäure. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist die Wechselwirkung zwischen L-Glutamin und unserem Mikrobiom. Das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Darmbakterien, ist wie ein eigenes Ökosystem in unserem Körper. Aktuelle Forschungen des Deutschen Zentrums für Ernährungsforschung haben gezeigt, dass L-Glutamin das Wachstum gesunder Darmbakterien fördert. Diese guten Bakterien produzieren ihrerseits wichtige Stoffwechselprodukte, die unsere Darmgesundheit weiter verbessern. Die Art und Weise, wie L-Glutamin mit unserem Mikrobiom interagiert, ist dabei besonders bemerkenswert. Es schafft sozusagen ein optimales Milieu für die nützlichen Bakterien, während es das Wachstum schädlicher Keime hemmt. Stellen Sie sich das wie einen Gärtner vor, der die richtigen Bedingungen für erwünschte Pflanzen schafft und gleichzeitig das Unkraut in Schach hält. Ein besonders spannender Aspekt, den die neueste Forschung aufgedeckt hat, ist die Verbindung zwischen L-Glutamin und unserem Schlaf. Wissenschaftler der Universität München haben entdeckt, dass ein gesunder L-Glutaminspiegel den Schlaf-Wach-Rhythmus positiv beeinflusst. Der Grund dafür liegt in der engen Verbindung zwischen Darmgesundheit und unserem zirkadianen Rhythmus. Wenn unsere Darmbarriere intakt ist, produziert der Körper mehr Melatonin, unser wichtigstes Schlafhormon. Aber L-Glutamin hat noch einen weiteren überraschenden Effekt auf unseren Alltag. Viele Menschen berichten von einer deutlich verbesserten Stressresistenz, wenn ihr L-Glutamin-Haushalt optimal ist. Das ist kein Zufall, wie Forscher der Berliner Charité herausgefunden haben. L-Glutamin hilft unserem Körper dabei, das Stresshormon Cortisol besser zu regulieren. Es ist, als hätten wir einen eingebauten Stresspuffer, der uns hilft, belastende Situationen besser zu meistern. Besonders interessant sind die Ergebnisse einer Langzeitstudie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Über einen Zeitraum von 2 Jahren wurden Menschen beobachtet, die regelmäßig L-Glutamin zu sich nahmen. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Die Teilnehmer zeigten eine um 40% verbesserte Immunfunktion und litten deutlich seltener an Infekten der oberen Atemwege. Das zeigt eindrucksvoll, wie eng die Darmgesundheit mit unserem gesamten Immunsystem verbunden ist. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist die Rolle von L-Glutamin bei der Regeneration nach körperlicher Aktivität. Lange dachten wir, dass L-Glutamin nur für Hochleistungssportler relevant sei. Neue Studien zeigen jedoch, dass auch Menschen mit moderater sportlicher Aktivität von einer ausreichenden L-Glutamin-Versorgung profitieren. Der Grund? Jede Form von körperlicher Aktivität erzeugt mikroskopisch kleine Verletzungen in unseren Muskeln und belastet auch unseren Darm. L-Glutamin unterstützt beide Systeme bei der Regeneration. Die Wissenschaftler der Sporthochschule Köln haben dabei eine interessante Entdeckung gemacht. L-Glutamin scheint eine Art Schutzmechanismus für unseren Darm während des Sports zu sein. Bei intensiver körperlicher Belastung wird die Durchblutung des Darms reduziert, was zu einer vorübergehenden Schwächung der Darmbarriere führen kann. Eine ausreichende L-Glutamin-Versorgung kann diese Belastung deutlich abmildern. Auch für Menschen mit chronischen Erkrankungen bietet L-Glutamin interessante Perspektiven. Eine aktuelle Studie der Universität Heidelberg hat gezeigt, dass Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa von einer gezielten L-Glutamin-Supplementierung profitieren können. Die Wissenschaftler beobachteten eine Reduktion der Entzündungsmarker um bis zu 45%, ein bemerkenswerter Erfolg. Dabei ist besonders interessant, wie L-Glutamin mit anderen Nährstoffen zusammenarbeitet. Vitamin D zum Beispiel verstärkt die positive Wirkung von L-Glutamin auf die Darmbarriere. Zink wiederum unterstützt die Aufnahme und Verwertung von L-Glutamin im Körper. Es ist wie ein perfekt abgestimmtes Orchester, in dem jeder Spieler seine wichtige Rolle hat. Die Wissenschaftler sprechen hier von Synergieeffekten,
wenn verschiedene Nährstoffe sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Eine weitere spannende Entdeckung machten Forscher der Technischen Universität Dresden. L-Glutamin scheint auch eine wichtige Rolle bei der Regulation unseres Hungergefühls zu spielen. Die Aminosäure beeinflusst die Produktion bestimmter Hormone, die unserem Gehirn signalisieren, wann wir satt sind. Menschen mit einem ausgeglichenen L-Glutamin-Haushalt berichten von einem natürlicheren Sättigungsgefühl und weniger Heißhungerattacken. Kommen wir zu einem besonders wichtigen Aspekt. Wie können wir L-Glutamin optimal nutzen, ohne dabei Fehler zu machen? Die Forschungsgruppe der Universität Freiburg hat dazu einige überraschende Erkenntnisse gewonnen. Sie fanden heraus, dass die Aufnahmeeffizienz von L-Glutamin stark von unserer Tagesroutine abhängt. Der beste Zeitpunkt für die Aufnahme liegt demnach in den Morgenstunden, etwa 30 Minuten vor dem Frühstück. Der Grund dafür ist faszinierend. Unser Darm hat zu dieser Zeit die höchste Aufnahmekapazität für Aminosäuren. Ein weiterer wichtiger Punkt, den viele Menschen übersehen, ist die Verbindung zwischen L-Glutamin und unserer Wasseraufnahme. Die Wissenschaftler der Universität Bonn haben nachgewiesen, dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr essentiell für die optimale Verwertung von L-Glutamin ist. Pro Gramm L-Glutamin sollten wir mindestens 200 Milliliter Wasser zu uns nehmen. Das klingt zunächst viel, macht aber Sinn, wenn man bedenkt, dass unser Darm für seine Regenerationsprozesse ausreichend Flüssigkeit benötigt. Besonders spannend sind die neuesten Erkenntnisse über die Wechselwirkung zwischen L-Glutamin und unserem Säure-Base-Haushalt. Forscher des Max-Planck-Instituts haben entdeckt, dass L-Glutamin eine wichtige Rolle bei der Regulierung unseres pH-Werts spielt. Ein ausgeglichener pH-Wert ist entscheidend für die Gesundheit unserer Darmschleimhaut. L-Glutamin hilft dabei, das optimale Milieu aufrechtzuerhalten, indem es überschüssige Säuren abpuffert. Eine weitere bahnbrechende Entdeckung machten Wissenschaftler der Universität Mainz. L-Glutamin hat einen direkten Einfluss auf die Produktion von sekretorischem IgA, einem wichtigen Antikörper in unserem Darm. Dieser Antikörper bildet sozusagen die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger. Die Studie zeigte, dass Menschen mit optimaler L-Glutamin-Versorgung bis zu 30% mehr sekretorisches IgA produzieren, ein enormer Vorteil für unser Immunsystem. Auch die Verbindung zwischen L-Glutamin und unserer Hautgesundheit verdient besondere Aufmerksamkeit. Neue Forschungen der Dermatologischen Klinik München zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Hautzustand. L-Glutamin spielt dabei eine Schlüsselrolle, indem es die Barrierefunktion sowohl der Darm- als auch der Hautschleimhaut unterstützt. Viele Menschen berichten von einer deutlichen Verbesserung von Hautproblemen, wenn sie ihren L-Glutamin-Haushalt optimieren. Ein faszinierender Aspekt ist auch die Rolle von L-Glutamin bei der Regeneration nach Antibiotikatherapien. Die Einnahme von Antibiotika kann unsere Darmflora stark beeinträchtigen. Wissenschaftler der Universität Wien haben nachgewiesen, dass L-Glutamin den Wiederaufbau einer gesunden Darmflora nach einer Antibiotikabehandlung deutlich beschleunigen kann. Die Regenerationszeit konnte in der Studie von durchschnittlich 6 Monaten auf 3 Monate halbiert werden. Die Art und Weise, wie L-Glutamin mit unserem Nervensystem im Darm kommuniziert, ist ebenfalls höchst interessant. Unser Darm verfügt über ein eigenes Nervensystem, das oft als zweites Gehirn bezeichnet wird. Neue Forschungen des Universitätsklinikums Essen zeigen, dass L-Glutamin die Kommunikation zwischen diesem enterischen Nervensystem und unserem Gehirn verbessert. Das erklärt auch, warum viele Menschen von einer verbesserten Stressresistenz und emotionalen Balance berichten, wenn ihr L-Glutamin-Haushalt optimal ist. Eine weitere spannende Entdeckung betrifft die Rolle von L-Glutamin bei der Prävention von Lebensmittelunverträglichkeiten. Die Forschungsgruppe der Universität Düsseldorf hat herausgefunden, dass eine intakte Darmbarriere, unterstützt durch ausreichend L-Glutamin, die Entwicklung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten verhindern kann. Das ist besonders relevant in einer Zeit, in der immer mehr Menschen unter solchen Unverträglichkeiten leiden. Die praktische Umsetzung all dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse ist natürlich entscheidend für den Erfolg.
Basierend auf den neuesten Studien des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung hat sich gezeigt, dass eine schrittweise Herangehensweise die besten Ergebnisse liefert. Beginnen Sie mit kleinen Dosierungen von etwa 2-3 Gramm L-Glutamin täglich und steigern Sie die Menge langsam auf die für Sie optimale Dosis. Die Qualität des L-Glutamins spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Wissenschaftler der Universität Graz haben in einer umfangreichen Analyse verschiedener L-Glutamin-Präparate festgestellt, dass die Reinheit und die Herstellungsmethode großen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit haben. Achten Sie besonders auf pharmazeutische Qualität und Produkte, die frei von Zusatzstoffen sind. Interessanterweise zeigt die Forschung auch, dass die Kombination von L-Glutamin mit bestimmten Lebensmitteln die Aufnahme verbessern kann. Besonders effektiv ist die Einnahme zusammen mit Vitamin C-reichen Früchten oder Gemüse. Eine Studie der Universität Hohenheim hat gezeigt, dass die Absorptionsrate von L-Glutamin durch die gleichzeitige Aufnahme von Vitamin C um bis zu 20% gesteigert werden kann. Die Wissenschaftler betonen auch die Bedeutung der Regelmäßigkeit. Es ist wie beim Training. Einzelne, sporadische Einnahmen bringen wenig. Die positiven Effekte von L-Glutamin entfalten sich erst bei konsequenter, langfristiger Anwendung. Die Forschungsgruppe der Medizinischen Hochschule Hannover hat in einer Langzeitstudie nachgewiesen, dass die besten Ergebnisse nach etwa 812 Wochen regelmäßiger Einnahme zu beobachten sind. Besonders wichtig ist auch der richtige Umgang mit L-Glutamin in Stresssituationen. Wenn wir unter Druck stehen, sei es durch berufliche Belastung, private Herausforderungen oder intensive sportliche Aktivität, steigt unser Bedarf an L-Glutamin deutlich an. Die Wissenschaftler empfehlen in solchen Phasen, die Dosis um etwa 50% zu erhöhen, um den erhöhten Verbrauch auszugleichen. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist die präventive Wirkung von L-Glutamin. Die neuesten Forschungsergebnisse der Universität Leipzig zeigen, dass Menschen, die regelmäßig auf ihre L-Glutamin-Versorgung achten, deutlich seltener von Darmproblemen betroffen sind. Es ist, als würden wir unserem Darm einen Schutzschild geben, der ihn widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse macht. Die Zukunft der L-Glutamin-Forschung verspricht noch viele spannende Entdeckungen. Aktuell laufen mehrere große Studien, die sich mit der Rolle von L-Glutamin bei der Prävention von Autoimmunerkrankungen beschäftigen. Die ersten Zwischenergebnisse sind vielversprechend und deuten darauf hin, dass diese Aminosäure noch viel mehr kann, als wir bisher wussten. Abschließend lässt sich sagen, dass L-Glutamin eine Schlüsselrolle für unsere Gesundheit spielt. Die wissenschaftliche Evidenz ist überwältigend und die praktische Anwendung ist einfach und sicher. Mit dem richtigen Wissen können wir diese Aminosäure gezielt einsetzen, um unsere Darmgesundheit und damit unser gesamtes Wohlbefinden zu verbessern. Was denkst du über die Rolle von L-Glutamin für die Darmgesundheit? Schreib es in die Kommentare.